Weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate heute. Plutus ist Two-Penny. Okay. Neue Gürtel gekriegt. So, was haben wir denn als nächstes? Haben wir Fähigkeiten, um jetzt. Ne, wir haben nur zwei Punkte, ne? Oh, doch, theoretisch. Ja, wir warten, bis wir noch einen bekommen und dann machen wir. Haben wir überhaupt eine Möglichkeit, einen Dreier zu investieren? Nee, ne? Dann kaufen wir den noch schnell. Wir brauchen noch einen Fähigkeitspunkt, um den nächsten Level zu erreichen. Dann sind wir, wenn wir 7. Aber jetzt haben wir erstmal die Attentate ein bisschen. So, wir gucken gerade mal, was wir als nächstes machen. Die Attentate haben wir jetzt ein bisschen erhöht, also die Möglichkeiten. Aber da haben wir eine Mission, Hauptmission. Da oben ist noch eine Hauptmission. Ist das Hauptmission? Das ist wieder so ein Zugding nur, ne? Okay, und wenn wir schon mal hier sind, können wir mal weitermachen mit der Oberrunde. Dann hätten wir nämlich das nächste Teilgebiet fast durch. Die Themse ist ja schon fast, ist ja schon unser. Die ganzen Gebiete hier sind schon alle fast unser. Und ja, wir arbeiten gerade dran. Dann fehlt uns eigentlich nur noch das Trend und. Und Westminster. Okay, machen wir heute weiter mit einer Templerjagd. Komm ich da mit einem Rot drüber? Jo, komm ich. Ist vielleicht einfacher, das als gerade mal eben kurz. Mit dem Seil zu machen. 140 Meter, sonst 120 jetzt noch. Oh doch, wir kommen sogar rüber. Wir gucken uns das ganze Ding mal da oben an. Weil, ne? Wieder einige Feinde dabei. Ich arbeite mich gerade mal da ran ein bisschen näher, weil die stehen nämlich nicht hier unten, sondern die stehen eher hier um Big Pete auf die Charlie auf. Wir müssen die mal kurz eben wegpacken, weil sonst ist es das. Psst. Gute Nacht. Klunk, das war sie. Noch ein Bier und zwei für Charlie. Du bist zu gütig, du hässlicher Bastard. Ach, da sind die zwei. Also, das ist hier Big Pete. War umwerfend, liebe Schwester. Ich bin am besten. Und dann wollen wir noch die, kurz die andere, die Dame da eben investieren. Die heißt ja, ne? Wie weiß ich, was ich meine? Identifizieren, so rum ist es richtig. Ja, genau. Charlie müssen wir töten. Dann müssen wir ihren Bruder töten lassen. So, erstmal nehmen wir den Kollegen hier mal raus, damit wir da mal ein bisschen was ruhiger haben. Kriegst du beide weg? Ja, ne? Eigentlich schon. Ich gehe mal wieder hoch, damit sie mich nicht finden. Der ist da drin, ne? Oh, scheiße. Wo war das? Ich müsste mich unter das andere Fenster hängen, weil die anderen, weil unsere Ziele da in der Nähe sind. Wir sollten vorsichtig sein, jedenfalls den nächsten Monat.
Ja, ich hasse Polizei. Also nicht nur jetzt in-game, weil die sind immer ein bisschen schwerer zu schlagen. Wenn die rausfinden, dass ich euch reingelassen habe, wird mich der Zoo entlassen. Und das wäre noch lang nicht das Schlimmste. Sie sind hochgeklettert! Ach, die sind da oben, okay. Noch ein Bier und zwei für Charlie. Du bist zu gütig, du lässt dich ab. Komm mit. Dein Auftritt heute war umwerfend, liebe Schwester. Ich bin am besten, wenn sie kämpfen. Da müssen wir es halt selber machen. Das hat mir gerade warum auch immer du nicht direkt als erstes entschlagen. Ja. Yeah. Glaube ich nicht. Schade, dass wir die Aufgaben nicht lösen vorher. Da hinten steht nämlich noch ein Gegner. Ich weiß das. Den nehme ich nämlich auch noch gerne mit, den Kollegen. Weil dann habe ich meine Ruhe. Weißt du, dann... Ich mache sowas gerne mal ein bisschen... Tutti completi. Ja, schade. Naja, egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, die Aufgaben. Das ist mir das Allerwichtigste. Und damit gehört uns wieder ein Teilgebiet der Stadt London. So, dann nehmen wir das Ding damit. Das ist wieder eine Mann... Ah, Kinderbefreiung. Okay, super. Sehr cool. Aber da war irgendwo noch ein Gegner, der da irgendwo rumgestanden ist, aber egal. Oh, wir haben einen weiteren Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr schön. Da fehlt uns jetzt noch ein Fähigkeitspunkt und dann sind wir nämlich den nächsten Level, haben wir den nächsten Level ab. Yay, dann haben wir das nächste Ding. Ich arbeite mich jetzt gerade so ein bisschen vor und hole mir dann irgendwann London. Blub, 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 blub. Sehr geil. So, da ist irgendwo eine Fabrik und schauen wir mal, ist das die links da oben? Da ist irgendwo was. Nee, ist das ein Helisklatsch? Sieht so aus, ne? Ja. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was die bringen. Das kann mir vielleicht mal jemand so ein bisschen erklären. So. Einmal rüber da. In die nächste Fabrik. Ich vermute, dass die Kinderbefreiung hier vorne ist.
Okay, das ist noch ein Stück. Hier müssen wir irgendwie rein. In diesem Gebiet gibt es eine Alarmglocke. Alles klar. Gucken wir uns das ganze Ding mal ein bisschen an. Und scheinbar arbeiten wir uns am besten. Ich gehe mal ein bisschen gerade in Deckung. Ich muss mich nur gerade ein bisschen orientieren. Ich muss mal gerade gucken. Wo ist denn die scheiß Alarmglocke? Da unten. Ah, okay. Sind nur die beiden einzigen hier oben, ne? Scheiße. Das war jetzt kein Herzig. Ich nehme mal mit. Solange es keiner noch nicht mitbekommt. Der ist nicht ganz ohne, der Junge. Aber den kriegen wir schon irgendwie laut. Ah, Mann. Ja, ich befreie euch gerade, Jungs. Spannend, jetzt mit euch. Vielen Dank, Mister. Vielleicht einfacher von oben und nach unten weg, die Jungs. Warte mal, das verstecke ich mich gerade mal. Da komme ich bestimmt jetzt hier hoch, oder was? Ja, oder? Kommt dann. Ne, kommt nicht. Habe ich Wurfmesser? Ja, ich habe Wurfmesser. Nehmen wir die mal mit. Ich hätte jetzt mal ruhig ein bisschen da bleiben können an der Stelle. Richtig, bleib mal stehen. Wieder per Hand erledigen, also. So, das sind Kinder.
Vielleicht kriege ich sie hin komplett. Oh, Wurfmesser? Nö, immer nicht. Schade. Aber da nur Mist drin eigentlich. Die kann ich wirklich nur. Wie haben wir denn überhaupt noch? Drei, ne? Ne, zwei. Schade, ich habe keine Wurfmesser. Was ist los? Fehlt dir der Mumm, dich mir zu stellen? Ganz ruhig. Ich will euch helfen. Hat Clara sie geschickt, Mister? Keine Ahnung, wer Clara ist. Alle Kinder auf jeden Fall weg und wir haben die Alarmglocke nicht ausgelöst. Wir haben die Aufgabe gelöst. Und das ist erstmal das Wichtigste. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Eroberung.